Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen hier wieder aus dem Rathaus, wieder zu einer Corona-Sprechstunde mit Herrn Dr. Georg Schneider. Herzlichen Dank, dass Sie uns wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man fragt sich, warum überhaupt jetzt zu dem Zeitpunkt, wo Höfloff Corona-frei ist. Wir sind nach wie vor bei null aktiven Corona-Fällen. Das sicherlich auch Ihnen geschuldet, die Sie sehr, sehr sorgsam mit dem Thema umgehen. Auch Ihnen, Herr Dr. Schneider, der Sie unseren Bürgerinnen und Bürgern immer die richtigen Hinweise zur richtigen Zeit gegeben haben. Nichtsdestotrotz hat die Kanzlerin noch gestern verkündet, wir sind auf dem Weg, uns das, was wir uns aufgebaut haben, wieder kaputt zu machen. Und dem wollen wir vorbeugen und deswegen sind wir heute wieder live auf Sendung, um die ein oder anderen Fragen, die auch Sie an uns gerichtet haben, heute allen zugänglich zu machen. Zunächst einmal geht es um das Thema Feiern. Wir haben eigentlich an diesem Wochenende ja unser großes Volksfest, das Hövelmarktfest, vor der Brust. Leider muss es Corona-bedingt ja ausfallen. Nichtsdestotrotz fragt der eine oder andere auch bei uns, was darf er in der derzeitigen Situation feiern, was darf er nicht. Es ist also nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung derzeit erlaubt, privat zu Hause zu feiern, auch unbegrenzt. Wenn ich allerdings außerhalb meiner eigenen Räumlichkeiten feiere, muss ich, wenn ich mehr als 50 Teilnehmer habe, diese Feier beim Ordnungsamt anmelden. Sie finden alle Informationen dazu auf unserer Homepage, was Sie zu beachten haben bei diesen Feierlichkeiten, was Sie anzumelden haben und was nicht. Doch zu Hause zu feiern auch bedeutet, besonders sorgsam damit umzugehen. Und deswegen die erste Frage an Sie, Herr Dr. Schneider. Was sollte ich beachten, wenn ich jetzt zu Hövelmarkt vielleicht bei einem kleinen bayerischen Frühschoppen oder bei einer Geburtstagsfeier dort mit mehreren Gästen zusammenkomme? Welche Vorsorgemaßnahmen sollte ich dann treffen? Ja, das Wichtigste in dieser Zeit ist und bleibt die Belüftung, weil wir uns immer mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, weil wir feiern möglicherweise in der Garage, möglicherweise im Wohnzimmer, möglicherweise auch in Kellerräumen oder Partyräumen. A und O ist die Belüftung. Wir gehen ja nachher nochmal darauf ein, wenn wir über Schulklassen sprechen. Die Belüftung ist das Allerwichtigste zurzeit. Neben allem, dass ich mich außerhalb von Partyveranstaltungen schütze durch Mund-Nasen-Schutz, durch Abstand halten, durch Nieshygiene. Ansonsten werden wir im privaten Bereich als auch im öffentlichen Bereich alles andere wieder kaputt machen. Wir haben es gestern von der Kanzlerin gehört. Wir waren auf einem guten Weg, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen aufpassen, dass wir zwei neue Grenzwerte nicht erreichen. Wir haben einmal jetzt den Wert von 35 Erkrankten pro 100.000 in einem Kreisgebiet und von 50 Erkrankten pro 100.000 in einem Kreisgebiet. Das wären bei 35 Erkrankten bei uns im Kreis Paderborn 108 Patienten, die innerhalb von 7 Tagen neu hinzukommen würden. Bei 50 Patienten wären das 154, die innerhalb von 7 Tagen hinzukommen müssten. Dann wird alles überprüft, dann werden die Grenzwerte drastisch runtergehen, dann werden private Feiern, dann werden öffentliche Feiern, dann wird möglicherweise auch eine erneute Diskussion über Shutdown-Maßnahmen ausbrechen und da gilt es, sich zu schützen. Das schaffen wir mit B-Lüftung. Das Thema haben Sie ja schon häufiger auch angesprochen, vielleicht sogar noch vor vielen, vielen anderen, das Thema Lüften. Nun geht es auch um das Thema Lüften in Klassenräumen, was immer intensiver jetzt auch verfolgt wird in Richtung Winter. Es gibt ja schon unterschiedliche Modelle. Die einen sagen, ich stelle eine Ampel auf, um den CO2-Wert zu messen, damit ich immer wieder erinnert werde, auch als Klassenlehrer oder als Lehrer, die Lüftung entsprechend vorzunehmen. Was empfehlen Sie dort in den Schulen, um die Lüftungsaktivate immer auch rechtzeitig zu haben? Also ich denke, man muss das ganz pragmatisch sehen. Es muss durchführbar und nachvollziehbar sein. Wenn jetzt erst Bestellungen mit CO2-Messgeräten durchgeführt werden müssen, wir haben es teilweise gesehen, Hygienemaßnahmen in Schulen, Plexiglasscheiben, zusätzliche Waschbecken, Desinfektionsmittelspender, wie lange das gedauert hat oder auch innerhalb von 6 Monaten leider noch nicht geklappt hat. Es muss pragmatisch vorgegangen werden. Es muss gesagt werden, wir müssen eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten zu 20 oder zu 25 Minuten kurz unterbrechen. Wir müssen einmal 2-3 Minuten Stoßlüften, dann können wir den Unterricht fortführen. Wir müssen in der großen Pause dafür sehen, dass ausreichend belüftet wird. Und ansonsten muss man das so angehen, dass man sagt, mindestens pro Schulstunde einmal kurz durchlüften. Ganz wichtig, weil die neuen Studien auch zeigen, wir haben die Kontaktflächen, wo wir uns infizieren können, die werden desinfiziert. Die Türklinken werden desinfiziert, das läuft alles gut. Dann haben wir die Tröpfcheninfektion, das ist wirklich mit Nieshygiene, Hustenhygiene alles gut zu machen. Aber die neuen Studien zeigen, dass die Aerosole, haben wir schon oft drüber gesprochen, sich lange teilweise in belüfteten, nicht belüfteten Räumen bis zu 2 Stunden in der Luft halten können. Und die kriegen wir nur mit Belüftung raus. Und
außerhalb von Schulklassen immer da, wo wir auch in öffentlichen Gebäuden, auch beim Einkaufen, den Abstand von 1,50 Meter nicht einhalten können, brauchen wir dringend den Mund-Nasen-Schutz, um auch diese Aerosole und die Tröpfchen wirklich fernzuhalten. Ja, Dr. Schnader, wir gehen auf den Winter zu. Wir haben immer gesagt, im Herbst wird es wahrscheinlich wieder dramatischer werden. Das Ganze ist eingetreten, die Zahlen in den Krankenhäusern erhöhen sich. Viele junge Leute haben sich inzwischen auch infiziert und sind tatsächlich sogar auf der Intensivstation gelandet. Natürlich steigt auch jetzt die Zahl derjenigen, die mit Rat und Tat auf Sie zukommen, um zu sagen, ich habe ein Erkältungssyndrom. Was ist es? Ist es eine reine Erkältung? Ist es Grippe, Influenza oder gar Corona? Was empfehlen Sie den Menschen, wenn sie mit entsprechenden Symptomen im Grunde genommen auf Sie zukommen? Meine erste Frage ist immer, ob irgendwelche bewussten Kontakte da waren, dass man Kontaktperson zu jemand ist, von dem man erfahren hat, dass er erkrankt ist. Ansonsten, das wird ja in der Regel verneint, ansonsten ist es wichtig, dass man fragt, was für Symptome sind da, haben Sie schon Hausmittel probiert, haben Sie eventuell auf Maßnahmen wie Abstandshalten, wie Mund-Nasen-Schutz verzichtet, dann würde man schon denken, oh, da könnte was schiefgehen. Ansonsten muss man einfach sagen, ein paar Tage zuwarten, Kontakte vermeiden und bei allen unklaren Symptomen oder Fieber über zwei Tagen oder verfärbten Ausfluss aus der Nase, verfärbten Schleim beim Husten, den Arzt anrufen, die Symptome schildern, einen Termin vereinbaren, untersuchen lassen und natürlich dann mit Infektzeichen auch abstreichen lassen. Wir können nicht unterscheiden zwischen der Virusgrippe und der Corona-Infektion ohne Abstrich. Wir können auch nicht unterscheiden zwischen allen anderen Infekten der Atemwege und der Influenza oder dem Coronavirus ohne Abstrich. Deswegen, man muss einfach seinen Arzt anrufen, es besprechen und natürlich im Infekt Kontakte zur Bevölkerung meiden. Jetzt habe ich gehört von neuen Infektionssprechstunden, um gerade auch, wenn es am Wochenende mal zu solchen Symptomen kommt, relativ schnell Gewissheit zu haben, was ist da gerade im Lauf? Ja, Herr Spahn hat ja vorgeschlagen, Sie haben es in der Presse gehört, dass man sogenannte Fieberzentren oder erneut Corona-Ambulanzen aufbaut in den Städten, Gemeinden und Bundesländern. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe und die Bezirksstelle Paderborn haben sich dagegen entschieden. Es ist eine Abfrage bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gemacht worden. Es sollen Infektionssprechstunden zur Behandlung und Diagnostik, also auch zur Abstrichentnahme, an den Wochenenden angeboten werden, samstags von 9 bis 13 Uhr, um die Notfallambulanz in Paderborn an der Husener Straße in der Infektzeit zu unterstützen und insbesondere auch, um dem massiven Patientenansturm Herr zu werden. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mussten die Termine bis zum 30.09. melden. Es wird jetzt ein Dienstplan aufgestellt von der Kassenärztlichen Vereinigung und der wird dann über die Internetseite der KVWL, aber auch über die Tagespresse und über den telefonischen Kassenärztlichen Dienst 116 117 bekannt gegeben werden. Und dann wird gesagt, im Kreis Paderborn hat dieses Wochenende die Praxis X in Hövelhof, die Praxis Y in Delbrück und die Praxis Z in Bad Wünnenberg von 9 bis 13 Uhr zusätzliche Infektionssprechstunde. Das wird immer tagesaktuell in der Woche vorher bekannt gegeben, damit die Bevölkerung auch zusätzlich am Wochenende gut versorgt ist. Und nun brauche ich, wie ich auch gelesen habe, nicht mehr einen ganzen Tag zu warten, sondern kann innerhalb von 30 Minuten schon feststellen, ob ich Corona-Patient bin oder nicht. Ist das richtig? Ja, also es ist fast richtig. Herr Drosten hat es letztlich auch schon mehrfach gesagt in den Interviews, auch im ZDF. Es gibt sogenannte Antigen-Tests, also nicht die Antikörpertests, die zeigen, ob wir was hatten, immun sind oder eventuell nicht Antikörper aufgebaut haben. Sogenannte Antigen-Tests, das sind Schnelltests, die sehr zuverlässig sind, die eine hohe Rate haben, annähernd, aber nicht gleich, annähernd den jetzt durchgeführten PCR-Tests im Labor, die uns sagen kann, ist jemand positiv auf das Coronavirus oder ist er negativ? Das liegt ganz gut. Ich habe einen Test diese Woche durchführen können. Man hat das Ergebnis nach 30 Minuten. Wir haben es dann nochmal abgeglichen über einen PCR-Test im Labor. Der war auch negativ. Es wird uns helfen, wenn wir mit den Infektionszahlen hochgehen und wenn wir gucken müssen, wir wollen nicht wieder die Altenheime schließen. Wir wollen nicht die Besuchszeiten von Palliativpatienten einengen. Wir wollen auch keine Schulen schließen. Dass man schnell mal sagen kann, Testung durch medizinisches Fachpersonal, das ist erforderlich, weil der Test zu einer Diagnostik im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes gehört, dass man schnelle Ergebnisse hat und dass man auch mal sagen kann, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ich will Oma, Onkel, Tante im Heim besuchen, Test machen, nach 30 Minuten weiß ich, der entsprechende Besucher hat nichts. Dadurch können wir auch bei Lehrern oder auch in Schulklassen möglicherweise viele Schließungen und viele Shutdowns verhindern. Kommen wir noch zu
zwei wichtigen Vorsorgemaßnahmen. Das eine sind natürlich die Masken, das andere die Schutzimpfungen. Zunächst zu den Masken. Wir haben ja immer wieder hier auch empfohlen, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Jetzt hat das Land Nordrhein-Westfalen in seiner neuen Corona-Schutzverordnung auch die Face Shields, wie sie genannt werden, die wir immer hier abgelehnt haben, ermöglicht. Face Shields und Mundshields, all solche Dinge sind jetzt hier im Umlauf. Vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht, ist das eine Alternative inzwischen geworden? Ja, also es ist keine Alternative geworden. Ich habe das auch eben noch mit Erschrecken gelesen in der Verordnung vom 30.09. Vorgeschrieben ist ein textiler Mund-Nasenschutz. Textil ist klar, das kann das Halstuch sein, das kann mein Pullover sein, aber eben wir haben ja die Masken, die eben Mund und Nase abdecken. Dann ist zusätzlich jetzt die Möglichkeit eines Face-Shields, was das komplette Gesicht mit Mund und Nase abschirmt, gegeben. Da hatten wir früher schon mal zugesagt, dass wir das nutzen wollen. Wir nutzen es auch in der Praxis bei Blutabnahmen bei positiven Patienten. Wir nutzen es im Heim bei Wundversorgung immer in Kombination mit einer textilen Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn man sich gute Videos, gute Studien anguckt, in der Regel sind die aus Amerika, man sieht genau, wie die feinsten Aerosole seitlich entweichen, wie sie unten entweichen und wie sie dann die Möglichkeit haben, über Stunden in nicht belüfteten Räumen zu bleiben. Es ist genehmigt, man muss davon abraten, man muss Leute ansprechen und sagen, tut euch den Gefallen, nicht nur für euch, sondern für andere, lasst die Face Shields weg. Was völlig verboten ist, was gar nicht geht, sind die Mundshields. Die gehen von Kinnunterseite bis unterhalb der Nase. Es wird alles in den Raum getragen. Möglicherweise ist der Mund dessen, der das trägt, geschützt. Ansonsten ist niemand geschützt, wenn er mit Menschen in Kontakt kommt, die einen Mundshield tragen. Da muss man sagen, das geht nicht. Wer das in der Gaststätte sieht, wer das in der Pizzeria sieht, wer das beim Friseur sieht oder im Bäckerladen, der muss die Leute ansprechen und sagen, so bitte nicht. Das ist das Einzige, was uns jetzt in dieser Zeit schützen kann. Zweites Thema Impfung, da sind wir schon einmal drauf eingegangen. Der Impfstoff ist inzwischen da. Auch hier gibt es unterschiedliche Thesen. Die einen sagen, auf keinen Fall jetzt in dieser Corona-Situation noch zusätzliche Antikörper in mich hineinsaugen. Die anderen sagen allerdings, diese Grippeschutzimpfung ist wichtiger denn je, denn ich schütze mich da sogar vor Folgewirkungen von Corona selbst. Robert-Koch-Institut empfiehlt ab 60, wie ich höre, empfehlen es die einen oder anderen Ärzte sogar bei Kindern oder bei Schwangeren. Also unterschiedliche Thesen. Wie ist Ihrer Meinung? Sollen wir uns jetzt impfen lassen oder nicht? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ich halte mich da auch an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Die empfehlen die Grippeimpfung, saisonaler Impfstoff 2020-21, tetravalenter Vierfachimpfstoff, wird gut vertragen. Die sollte man ab 60 durchführen. Bei chronisch kranken Patienten, Diabetikern, Herz-Kreislauf-Patienten, Asthma-Patienten, COPD-Patienten oder Patienten unter Chemo- oder Immunsuppression nach Rücksprache, beispielsweise auch rheumatische Patienten unter Cortison, nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt auch im jungen Lebensalter, dann muss man alle durchimpfen, die im öffentlichen Gesundheitswesen, im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren, in den Krankenhäusern arbeiten. Die Kinderärzte empfehlen die Impfung ab dem 6. Lebensmonat. Viele führen das auch durch. Die Gynäkologen impfen die Schwangeren auch. Ich persönlich würde jede Schwangere impfen, würde auch jedes Kind ab 6 Jahren bei uns gerne in der Praxis vom Alter her impfen, haben wir auch schon gemacht. Es wird gut vertragen, der Impfstoff. Bei Kindern bis zum vollendeten 8. Lebensjahr muss man 2-mal impfen. Ansonsten ist es eine einfache Impfung. Wir sind auch früh angefangen, Mitte September mit der Impfung. Es gibt einige große Studien aus Schweden, die zeigen, dass wir nicht nur Antikörper gegen Influenza A und B bilden, sondern dass wir auch immunkompetente Zellen, auch T-Zellen bilden, die an Rezeptoren andocken, an denen auch im Bereich der Atemwege des respiratorischen Systems das Coronavirus andocken könnte und wir durch besetzte Rezeptoren eine vermehrte Viruslast im Körper vermeiden, damit einen abgeschwächten Verlauf haben und möglicherweise viele Krankenhausaufenthalte verhindern können. Und das ist auch die Strategie, die wir fahren müssen durch die Grippeschutzimpfung, auch durch die Lungenentzündungsimpfung bei Patienten ab 70 und chronisch kranken Patienten, dass wir durch einen guten Impfschutz Krankenhausaufenthalte, man geht in Deutschland von über 30.000 Krankenhausaufenthalten aus, die man damit verhindern kann. Das müssen wir machen. Ich persönlich glaube auch, dass die abgeschwächten Zahlen und der abgemilderte Verlauf in Deutschland, wenn wir uns die Nachbarländer, insbesondere Frankreich, Spanien und Italien angucken, auch was damit zu tun haben, dass wir seit Jahren den Grippeschutz machen, dass wir seit Jahren die gegen Lungenentzündung impfen. Anders kann man sich das auch nicht erklären. Herr Doktor, jetzt muss ich aber noch einmal nachfassen.
Würden Sie dem 52-jährigen Michael Behrens empfehlen, ebenfalls eine Grippeschutzimpfung durchzuführen? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen, insbesondere aufgrund der vielen Kontakte, die man hat, insbesondere auch aufgrund der Vermeidung eines Krankenhausaufenthaltes, aber eben auch, um sich zu schützen. Es sind 25 Millionen Impfdosen da. In den letzten Jahren ist häufig Impfstoff übergeblieben. Möglicherweise muss man dieses Jahr auch ein bisschen großzügiger sein. Es sind viele unter 60-Jährige, die auch nicht chronisch krank sind, die auch keine Medikamente da sind, die es nehmen, die einfach sagen, ich möchte mich schützen. Ich habe das so gehört, die Leistung gehört zu den gesetzlichen Leistungen der Krankenkasse und auch zu den Leistungen der privaten Krankenversicherung. Ich würde mich impfen lassen, insbesondere wenn ich nicht einzig und alleine 3 Monate Homeoffice vor mir habe. Ein herzliches Dankeschön, Herr Dr. Schneider, für Ihre Informationen, die uns sicherlich wieder wertvolle Hinweise gegeben haben für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Wir hoffen, dass wir gut jetzt durch den Herbst, gut durch den Winter kommen, dass sich die Zahlen in Höfdorf nicht weiter nach oben bewegen, sondern dass wir uns weiter, wie in den letzten Wochen, so gut an die Regeln halten, die Sie uns auch immer regelmäßig mitgegeben haben. Bleiben Sie daher gesund, feiern Sie im kleinen Rahmen ein wenig Köppelmarkt oder denken Sie zumindest daran, wie schön es war, im letzten Jahr zu feiern und wie schön es sein wird, im nächsten Jahr wieder zu feiern. Ihnen alles Gute, bis demnächst.